dem Moment, wo der Kunde ja Platz nimmt und sich selber im Spiegel sieht, passieren da verschiedene Sachen mit dem Kunden selber. Für mich an und für sich, ich bin mich ja sehr gewöhnt, über den Spiegel zu arbeiten. Für den Kunden ist es etwas Neues. Er ist, glaube ich, das erste Mal das Zweite vor dem Spiegel. Also das heisst, normalerweise bist du am Morgen vor dem Spiegel, um dich zum Zähneputzen, um dich parat zu machen. Und dann hast du nicht einen, der nebendran auch noch ist, sondern du bist eigentlich allein. Was auch spannend ist, wenn der Mensch also sich vor den Spiegel setzt, da gibt es Kunden, die einfach hinsitzen, einen Blick in den Spiegel werfen und es ist okay. Und dann gibt es die anderen, die sofort anfangen, das Gesicht zu verziehen, sie tun die Augenbrauen, machen die Faxen mit den Augenbrauen, sie drehen den Kopf ab, bis der Winkel stimmt. Und dann gibt es die anderen, kaum sind sie vor dem Spiegel, fangen sie an, in die Haare hineinlangen, machen irgendetwas, bis sie sich wohlfühlen. Also es sind ganz, ganz verschiedene Reaktionen vor dem Spiegel. Es ist sehr spannend. Nehmen wir jetzt einmal an, sie hat jemand lange Haare, möchte auf kurz schneiden. Und wenn ich keinen Spiegel hätte und ich nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, also nach dem Beenden des Haarschnitts, würde den Spiegel antun, das wäre wahrscheinlich zum Teil fast eine Schockreaktion. Also der Kunde kann sich bereits schon langsam also identifizieren mit dieser Veränderung. Dann haben wir den Spiegel, der auch wichtig ist, als wenn eine Frisur fertig ist, wo sich der Kunde von hinten anschaut. Aber mir geben den Spiegel, den ich übrigens sehr schönen Spiegel finde, geben wir am Kunden in die Hand, bis ein bisschen die Identität wieder ein bisschen zurückkommt, die ja ein bisschen verändert worden ist. Mit diesen zwei Spiegeln, die gegenüberstehen, die Unendlichkeit, die die überkommen. Es ist alles doppelt. Also wir haben hier eine Art wie ein Zentrum. Das ist mit diesem Leuchter. Und dann haben wir hier die Achse, die bis an die Decke auf den Spiegel kommen. Und auch die helfen eigentlich, den Räumen die Weite zu geben. Dann haben wir auch hier wieder, wenn man reinschaut, die Unendlichkeit. Und was natürlich das Faszinierende ist, die Räume sind gar nicht so wahnsinnig gross. Aber durch das, dass wir sehr, sehr grosse Spiegel haben, wirken die Räume enorm gross. Und das ist eigentlich der Trick von einem Spiegel. So.